Und ich darf die Firma CO-Log oder CO-Log auf die Bühne bitten. Jawohl, vielen Dank, Herr Kauer. Dann kurz mein Bildschirm. Sieht soweit gut aus. Mache ich das Ganze nochmal. So. Wenn Sie startklar sind, geben Sie mir ein Zeichen. Geben Sie mir einen Moment. Ja. Okay, man sieht den Bildschirm, man hört mich gut. Perfekt, los geht's. Super, dann vielen Dank. Also, wir sind Kolog und wir wollen die Baubranche revolutionieren, denn mit uns kennen Sie die genauen CO2-Emissionen Ihrer Bauprojekte, wodurch Sie nachhaltige Entscheidungen treffen können. Aber zuerst zum Problem. Was ist das eigentliche Problem? 38% aller CO2-Emissionen entstehen in der Baubranche. In der Zukunft zwingen Gesetze und Verordnungen Bauunternehmen, bis spätestens 2050 klimaneutral zu werden. Unternehmen konkurrieren aber schon jetzt bei Nachhaltigkeitsstrategien, weil Investoren die Vorgabe haben, nur noch in nachhaltige Immobilienprojekte zu investieren. Obendrein herrscht keine Transparenz über verwendete Materialien und deren Footprint. Das Problem ist, aktuell werden nur grobe Schätzungen über die Emissionen angestellt. So wird man die Klimaneutralität nie nachweisen können, da man nie genau nachweisen kann, wenn man Null Emissionen erreicht hat. Natürlich kann man jetzt schon Offsetting basierend auf Schätzung machen, aber dann ergeben sich zwei Szenarien. Das erste Szenario lautet, die Schätzungen sind zu hoch. Man kompensiert also mehr als eigentlich nötig. Jetzt kann man natürlich streiten und sagen, man engagiert sich für mehr Nachhaltigkeit und Umwelt, als man eigentlich müsste. Oder aber man geht dem seriösen Geschäftssinn nicht nach, da man das Geld in Anführungszeichen zum Fenster rauswirft, weil man auf ungenauen Daten handelt. Das zweite Szenario ist, die Schätzungen sind zu gering. Man kompensiert viel zu wenig und gibt sich ein grünes Abzeichen. Das kann einhergehen mit Unglaubwürdigkeit und Imageverlust. Deshalb, warum sollte man in einer Branche, in der alles genau gemessen wird, die CO2-Emissionen vernachlässigen, wenn man sie mit Kolog tatsächlich genau messen kann? Unser Wertversprechen lautet, Sie können mit nur einem Klick die exakten CO2-Emissionen entlang der gesamten Wertschöpfungskette herausfinden. Der große Vorteil ist, dass Leistungsnachweise und Rechnungen bereits jetzt digital gesammelt vorliegen. Unsere Lösung ist, wie hier zu sehen, als Plugin zu verstehen, wie ein Button in Google, mit dem man per Mausklick einfach seine CO2-Analyse durchführen kann. Das Beste ist aber, dass unsere Lösung die genaue CO2-Berechnung auf Basis eines BIM-Modells ermöglicht. Somit können wir bereits in der Planung aktiv werden und nicht nur zurückblickend die CO2-Emissionen berechnen, sogar in die prädiktive Richtung gehen. Dadurch ermöglichen wir, Schwachstellen ganzheitlich aufzudecken und helfen, um einen großen Schritt in Richtung CO2-Neutralität zu gehen. Mit uns lassen sich Emissionen vollautomatisch über Rechnungen, Leistungsverzeichnisse oder bereits über das BIM-Modell herausfinden. Sie erhalten eine schöne Übersicht in Form eines übersichtlichen Dashboards und können dort die CO2-Emissionen entlang der gesamten Wertschöpfungskette filtern. Das bedeutet, über die Rohmaterialien, die Lieferung kann man sich gesondert anschauen, aber auch die Verarbeitung oder den Einbau der Materialien auf der Baustelle lassen sich dort haargenau aufgliedern. On top entspricht unsere Datenbank dem GHG-Protokoll, was die Datengrundlage für Zertifizierung wie das LEED oder das DNGB-Zertifikat darstellt. Dadurch ist der Beweis möglich, dass man klimaneutral hinsichtlich relevanter Zertifizierungsrichtlinien ist, was die Bemühungen um Nachhaltigkeit glaubwürdig macht. Nicht wie bisher mit den Schätzungen. In der Zukunft wollen wir Empfehlungen integrieren. Nicht nur im Nachhinein bewerten, sondern wir wollen aktiv CO2-Emissionen aus der Erfahrung vorhersagen und antizipieren, um zwischen Angeboten auf Basis der CO2-Emissionen zu entscheiden und so eine ganz neue Form der Angebotsauswahl zu schaffen. Für die Angebotsauswahl auf Basis der CO2-Emissionen haben wir bereits einen Partner, welcher sein Bauprojekt bereits in der Planungsphase komplett nachhaltig gestalten will. Für diesen berechnen wir die CO2-Emissionen der Angebote der verschiedenen Gewerke, um das Nachhaltigste auszuwählen und gegebenenfalls über nachhaltigere Materialien zu verhandeln. Davor hieß es immer, wie können wir denn aktiv etwas für unsere Nachhaltigkeit tun, außer durch das Carbon Offsetting? Mit uns wird es erstmals möglich, aktiv nachhaltige Maßnahmen zu treffen.
Wie sieht denn unser Geschäftsmodell aus? Wir sind noch relativ am Anfang. Wir beschäftigen uns hauptsächlich aktuell mit Pilotprojekten, um auch die Needs der Kunden besser kennenzulernen, was auch die Möglichkeit darstellt, die Lösung besser auf Kunden zuzuschneiden. Deswegen verlangen wir aktuell für ein Pilotprojekt 20.000 Euro. Das überstreckt sich dann über den gesamten Zeitraum von einem ganzen Bauprojekt. Dort wird die ganzen CO2-Emissionen der Baustelle von Entstehung der Materialien, Überlieferung bis hin zur Implementierung auf der Baustelle berechnet und am Ende dieses Dashboard bereitgestellt. In der Zukunft soll unser Modell aber so aussehen, dass wir 8.000 Euro pro Monat verlangen für eine langfristige Lizenzierung. Das bedeutet, man kann jederzeit auf verschiedene Projekte diese Software anwenden. Und wir haben diese Berechnung eben so gemacht, da wir mehr als 40 Interviews geführt haben, speziell zu diesem Thema, wie die Erfassung der Nachhaltigkeit läuft, und haben eben mitbekommen, dass gerade viele Bauunternehmen, die konkurrieren, sich eigene Abteilungen der Nachhaltigkeit aufbauen, die sich jetzt temporär damit beschäftigen. Und das sind aktuell so 5 bis 10 Personen im Schnitt. Diese Arbeit sparen wir ein und berechnen darauf basierend unser Lizenzmodell. Das ist aber noch nicht das finale Modell. Das wird sich wahrscheinlich auch noch durch Pilotprojekte ändern. Wie sieht unser Wettbewerb aus? Wir haben Wettbewerber wie Tanso, Alasco, aber auch Energieberater. Und wir fokussieren uns aber nur auf die Baubranche, weil wir der Meinung sind, dass sie sehr komplex ist mit sehr vielen Stakeholdern und nicht ganz einfach ganzheitlich zu betrachten. Was aber unser großer Vorteil ist, dass wir die Anbindung an die BIM-Modelle ermöglichen wollen und das auch schon stückweise geschafft haben. Wie sieht unsere Roadmap aus? Im August 2022 haben wir unser erstes Pilotprojekt begonnen, denken jetzt gerade über die Teamerweiterung nach, sind da aktiv auf der Suche, sind heute glücklicherweise bei den BIM-Tagen als Startup eingeladen, worüber wir sehr dankbar sind. Und beginnen jetzt Ende September das Onboarding für unser Co-Development bzw. für unser Pilotprojekt. Und möchten uns dann in den nächsten Monaten auf unsere erste Finanzierungsrunde vorbereiten und so schnell wie möglich das nächste Pilotprojekt starten. Natürlich sind wir verglichen zu den anderen Startups noch in einer sehr frühen Phase, jedoch bereiten wir gerade unsere erste Investmentrunde vor. Zusätzlich sind wir stark auf der Suche nach Partnern, um größere Pilotprojekte mit Bauunternehmen oder Bauherren umzusetzen. Wenn Sie also aktiver Teil der nachhaltigen Zukunft der Bauindustrie sein wollen und mit Ihrem Unternehmen auch noch im Jahr 2050 einen Mehrwert schaffen wollen, kontaktieren Sie uns gerne. Wir sind Christian, Svenja und Moritz. Vielen Dank und ich freue mich auf Ihre Fragen. Klasse Pitch, super. Ich eröffne damit die Runde wieder für die Löwen. Ja, Moritz, vielen Dank für die starke Präsentation. Ich habe mal eine Frage, und zwar könnte man die CO2-Berechnung auch als weitere Dimension in einem BIM-Modell sehen? Also ich sage mal, wir reden ja nicht mehr vom 3D-Modell, sondern vom 5D-Modell. Wäre auch denkbar, ein 6D-Modell daraus zu machen, dass es quasi die CO2-Berechnung komplett integriert ist in diesem Modell. Im Hinblick auf, wir ändern jetzt direkt im Modell ein Baustoff, und diese Änderung wird nicht nur die neue Zeit ergänzt und der neue Zeit und Kosten, sondern auch noch die unterschiedliche CO2-Betrachtung, sodass quasi das immer auf einen Blick zu sehen ist. Ist das ein denkbares Szenario? Das ist auf jeden Fall ein denkbares Szenario. Wir haben uns jetzt mit BIM schon ausführlich auseinandergesetzt und in vielen Interviews gehört, dass es natürlich diese Dimension ist, die noch integriert werden kann. Und ja, auf jeden Fall. Wir versuchen gerade herauszufinden, wie es bestmöglich ist, das auch wieder in BIM reinzubekommen. Weil ich meine, die Berechnung, die wird wahrscheinlich gerade, wenn man die Scopes 1, 2 und 3 betrachtet, also beispielsweise auch die ganzen Lieferketten und die Entstehung. Das wird sehr viel Rechenleistung in Anspruch nehmen. Da planen wir das auch eventuell über die Cloud zu machen. Wir planen auch, die Daten wieder zurück einzuspielen in das BIM-Modell. Aber das ist auf jeden Fall eine sehr wichtige Idee, die wir auch im Hinterkopf haben und die wir weiter verfolgen wollen, um da den bestmöglichen Überblick im BIM-Modell geben zu können. Alles klar, vielen Dank. Danke auch. Klasse Perspektive, super. Auch hier sind wir gut in der Zeit. Ich bedanke mich für den Vortrag, für den Pitch.